Robin hat ein praktisches Kuscheltier. Ab und zu bekommt er von ihm ein frisches Frühstücksei. Für den jesidischen Flüchtlingsjungen ein kleiner Luxus. Hier lebt seine 8-köpfige Familie seit über 7 Jahren. Damals mussten Zehntausende Jesiden vor den Schlechtern des IS aus dem nahegelegenen Sindschar-Gebirge fliehen. Im Februar 2020 brach die Covid-19-Pandemie aus und hat auch auf das Leben im Nordirak gravierende Auswirkungen. Eine der wenigen Hilfsorganisationen, die noch verlässlich kommt, ist die örtliche Caritas. Sie wird dabei von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und von Caritas International unterstützt. So kann sie der Familie von Robin einen kleinen monatlichen Geldbetrag auszahlen. Wenn die Not zu groß wird, bringen die MitarbeiterInnen auch dringend benötigte Medikamente für die Mutter, die an Epilepsie leidet. Vor der Covid-19-Pandemie war die Nothilfe der kleinere Teil der Caritas-Arbeit. Der Schwerpunkt waren vielfältige Angebote zur handwerklichen Ausbildung von Frauen und Männern. Jedes Jahr vermittelten sie gut 250 Ausbildungen an die Geflüchteten. Denn ein Handwerk schafft mehr Einkommen und Selbstachtung, als es der großzügigste Almosen vermag. Diese junge Mutter näht Kleider für ihre Kinder. Das spart ihr viel Geld. Sein Laden läuft. Auch er hat ein Zertifikat über seine Ausbildung bei der Caritas. Ich verdiene zwischen 5 und 8 Euro am Tag. Damit kann ich meine 14-köpfige Familie einigermaßen versorgen. Doch die Pandemie hat die Geflüchteten noch härter getroffen als die anderen Menschen in der Region. Ihre spärlichen Gelegenheitsarbeiten sind weggefallen, weil sie ihre Unterkünfte nicht mehr verlassen durften. Eine Mahlzeit pro Tag musste reichen. Die Pandemie hat auch die örtliche Caritas in Sarko zu einem Kurswechsel gezwungen. Because especially for the poor people who work daily and for day they not work, there is no income for them. This is gerade die Tagelöhner haben ihre Arbeit in der Pandemie verloren. Wir haben diese Leute gezielt unterstützt, mit Lebensmittelkörben. Das waren im letzten Jahr ca. 2.500 Familien, was in etwa 10.000 bis 12.000 Menschen entspricht. Inzwischen sind die meisten Beschränkungen wegen der Pandemie aufgehoben. Die Caritas Sarko wird ihr Programm für ca. 10.000 Menschen jetzt erheblich ausweiten. Wir geben den Leuten finanzielle Zuschüsse, Angebote zur Berufsausbildung, Lohnarbeit, kreative Angebote, psychosoziale Unterstützung, Hilfe für Kranke, Zuschüsse für Schulkinder und weitere Nothilfe in Form von Lebensmittelkörben.